Einer hier. Genau. Einer hier. Und einer hier. Ah! Hat gesagt, Mist. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Denn das ist der Wither. Einer der ersten Endgegner. Und er macht ordentlich Schaden und er kann alles zerstören, außer... Ich glaube, er kann nicht zerstören. Obsidian. Hi, mein Name ist Micha und ich bin tatsächlich Buster. Willkommen zurück, endlich, zu Minecraft. Heute möchten wir ein bisschen Dinge kaputt machen, und zwar die ganze Stadt am besten gleich. Ich möchte nämlich den Wither endlich rufen. Das ist der erste echte Endgegner in dem Spiel. Eigentlich der einzige außer dem Ender Dragon. Da habe ich jetzt genug Sachen für gesammelt. Und jetzt möchte ich den rufen und die ganze Stadt zerstören, damit ich den wirklich kaputt mache. Dafür brauchen wir die Reiter der Apokalypse. 3 von 4 haben wir, immerhin. Dafür brauchen wir Wither Skulls. Haben wir. Dafür brauchen wir Soul Sand. Haben wir. Also, los kann's gehen. Jetzt die Quizfrage. Womit werde ich den Wither zerstören? Denn ich werde gewinnen. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Werde ich ihn besiegen mit A. Alleine mit meinem Glauben. B. Einer Karotte. C. Einem Buch, natürlich der Bibel. Oder D. Einer Pickaxe. Ihr könnt wählen. Die Lösung gibt's am Ende. Bis dahin. Schauen wir mal in die Folge. Ich mache jetzt wahrscheinlich was sehr, sehr Dummes. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Damit das klappt, brauche ich meine Reiter der Apokalypse. Welchen nehmen wir mit? Wen brauchen wir denn? Du hast Pestilenz. Der würde thematisch passen. Wir nehmen Pestilenz mit heute. Um Pestilenz mitzunehmen, müssen wir... Wir müssen puzzeln hier, ne? Wie kommt Pestilenz jemals hier raus? Ah, hier. Kommst du jetzt raus? Ja. Aber hier kommst du nicht weiter. Ja, super. Ich bin ein Genie. Ich hab mich hier echt eingebaut. Egal. Du wartest hier. Du bist gar nicht hier. Dich gibt's gar nicht. Okay, alles gut. Wie komme ich hier lang? Okay, erstes kleines Problem bei meinem coolen Plan. Ich muss hier rauskommen. Wie? Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? So, hat geklappt. Jetzt muss ich... Das ist ja zum... Warum tust das weh? Warum? Ist doch echt... Ich gehe mal schlafen. Wenn Pestilenz gleich weg ist, bin ich aber super sauer. Läuft schon mal super. Der Anfang hätte nicht besser laufen können. Wenn man mein Equipment so betrachtet, hat man eine Idee von dem, was ich vorhabe. Habe ich überhaupt alles dabei? Ja, habe ich. Und da hinten hüpft noch Pestilenzi. Komm her, Pesti. Ach, hier ist ein Sog, deswegen kommst du nicht da raus, ne? Aber so geht's. So, was habe ich vor? Ich habe tolle Sachen vor. Ich will eine ganze Stadt vernichten. Ich glaube, ich will eine Stadt vernichten. Da habe ich jetzt Bock drauf. Aber erst esse ich eine Karotte. Das hier ist nicht sehr weit weg von meiner Kirche. Das ist also nicht clever, wenn ich das hier mache, was ich vorhabe. Ich glaube, ich möchte weiter weg sein von meiner Kirche. Andererseits ist es hier dramatischer, ne? Aber von hier habe ich Blick auf meine Kirche. Das ist viel schöner. Ich glaube, hier unten war nicht schlecht, oder? Hier ist eine schöne offene Fläche, da können wir es versuchen. So, was versuchen wir? Wir versuchen, ein Haus zu bauen. Aus Obsidian. Das wird dein Haus. So, hast ein schönes neues Haus. Super gemacht. Hier mache ich dir so ein Sicherheitsding. Du sollst nicht sehen, was ich mache. Hier kommt auch ein... Du darfst da nicht raus, Pesti. Rein. 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 Mehr rein. Noch reiniger. Ganz rein. So. Bleib da. Dann brauche ich noch eine Kiste.
Kiste müsste eigentlich auch mit dir da rein. Also, ja, klappt. In die Kiste tun wir. Pfeile, erstmal alle Schwerter. Warum habe ich Rotten Flesh? Warum habe ich das? Was ist das? Potion of Healing. In die Kiste tun wir Ersatzgedöns. In die Kiste tun wir das. In die Kiste tun wir einen Trident. In die Kiste. Nein, das Bett will ich daneben haben. Und eigentlich würde ich da gerne schlafen. Kommen wir da noch hin? Das war jetzt nicht clever von mir. Egal. Trident ist Waffe 1. Du bist Waffe 2. Du bist Waffe 3. Das müsste passen. So. Okay. Jetzt können wir mal anfangen und gucken, was alles passiert. Ich mache mal alles kaputt. Da hinten sieht man meine Kirche. Das ist schön am Horizont. Und hier vorne, so ein bisschen abseits von dem ganzen Problem, baue ich mit Soul Sand, ich glaube, ein T muss ich bauen, ne? Muss das T groß sein oder reicht das so? Ich glaube, das reicht so. Und auf das T mussten die, und da habe ich 100.000 Jahre für gebraucht, die zu bekommen, die Wither Skulls. Einer hier, genau, einer hier. Und einer hier. Ah! Hat geklappt. Mist. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Denn das ist der Wither. Einer der ersten Endgegner von dem Spiel. Und er macht ordentlich Schaden und er kann alles zerstören, außer... Ich glaube, er kann nicht zerstören. Obsidian. Und... Was das Fiese an dem ist, der ist halt wirklich nah an, ja, weiß nicht, nicht unsterblich, aber der hält gut lange. Und ich habe es nicht so drauf zu heilen in dem Spiel, wie man unschwer sieht. Der ist in meinen Augen eine Anspielung an das Tier aus der Apokalypse. In der Offenbarung des Johannes, dem letzten Buch in unserer Bibel, im Neuen Testament, ist... Der Seher Johannes, der am Ende aller Zeit, nachdem die vier Reiter der Apokalypse und alle Siegel und alle Schalen des Zorns von Gott ausgeschüttet worden sind, ein Wesen, das, jetzt noch mal ein bisschen, ne, das den Untergang einherbringt, und das ist das sogenannte Tier. Das Tier ist sehr wahrscheinlich historisch eine Anspielung von dem Seher, der die Offenbarung geschrieben hat, auf Rom. Denn das Tier hat 7 Köpfe, gleich zu den 7 Hörnern, gleich zu den 7 Hügeln, die die Stadt Rom hat. Und dadurch kam in vielen apokalyptischen Bildern, im Mittelalter, in der Antike, in der Renaissance, immer wieder zustande diese Visualisierung mit dem Tier mit den 7 Köpfen, was den Untergang aller Tage bringt. Also genauso wie die Reiter der Apokalypse war das ähnlich bekannt. Und der Wither hat halt diese 3 Köpfe. Heißt Wither so wie... Jetzt habe ich ihn auf die Hälfte gekriegt, immerhin. Jetzt macht er irgendwas Besonderes, glaube ich, ne? Upp. Okay, du machst irgendwas Besonderes. Ah! Bitte nicht mich kaputt machen. Du bist mir zu nah. Can be created using Wither Skulls. Ja, habe ich doch schon gemacht längst. Ah, ich komme hier nicht mehr raus. Ja, ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Kann ich dir irgendwann mal wieder Schaden zufügen oder bist du jetzt nur noch unsterblich? Warum bist du unsterblich jetzt? Das ist ja... Wann geht denn dein Buff weg? Jetzt ist dein Buff weg. Jetzt kann ich dich... Nein, dein Buff ist nicht weg. Warum geht dein Buff nicht weg? Ich war mir sicher, dass der Buff irgendwann von selber weggeht. Werde ich es wieder schaffen? Wahrscheinlich nicht. Wieso mache ich immer diesen Kamerawechsel? Der ist doch total bescheuert. Ah, so geht's. Es ist nicht gut, aber es geht. Ich dachte eigentlich, dass ich mehr dabei erzählen kann, aber man braucht offensichtlich einiges an Konzentration und er macht alles platt und kaputt. Und ich glaube, ich hatte ihn gerade fast. Und jetzt weiß ich nicht, wo er ist und wo ich bin. Schade. Schade. Wie komme ich hier jemals wieder raus, ey? Leute, das ist gar nicht so lustig, wie es aussieht. Ich nehme meinen goldenen Apfel, das ist mir lieber. Ich verliere mich mit der Kamera immer selber.
Habe ich ihn besiegt? Explodiert jetzt alles? Jetzt explodiert alles. Ich glaube, jetzt explodiert alles. Ich glaube, das war's. Yes, ich habe den Wither besiegt. Den Antichrist. Nein, der Antichrist käme durch den Wither. So ist es korrekt. Das Tier ist die Stadt Rom. Auf dem Tier reitet der Antichrist einher. So ist die Geschichte. Was habe ich jetzt alles Schönes bekommen? Absorption. Boah, guck mal hier, wie weit unten ich jetzt gelandet bin. Krass. Krass, krass, krass. Also, die apokalyptischen Reiter sind ja der Beginn der Apokalypse in dem Buch des Johannes. Der Seher, der auf Patmos die Vision empfangen hat, wodurch er im Wesentlichen eine politische, zeitgenössische Kritik aus dem Exil an dem Staat Rom gemacht hat. Er war nicht mehr Staatsbürger, er wurde verbannt, also der Autor, historisch korrekt, und hat dann geschrieben, was er sieht über seinen Glauben und wie die Zeit enden wird, also wie die Welt enden wird. Dann hat er gesehen, das beginnt mit den sieben Siegeln. Das waren die allseits bekannten vier Reiter der Apokalypse, von denen ich immerhin, wie viel habe ich denn von denen? Drei, ne? Tod habe ich ja nie gefunden. Tod habe ich nie gefunden, nur auf dem anderen Server mit meinen anderen Kumpels, wo ich das anders gespielt habe, das Spiel. Dieses Skelettpferd. Und dann gibt es aber noch viel, viel mehr. Und das sind ganz viele, das nennt sich dann die sieben Posaunen kommen danach, die sieben Schalen des Zorns. Also 3x7 Dinge geschehen, bevor überhaupt der Antichrist auf die Erde kommt. Und unter diesen 3x7 Dingen passiert dann am Ende, neben einem Stern, der vom Himmel kommt, also ein Komet, Wermut, passiert am Ende noch, dass halt das Tier erscheint. Das Tier kommt aus dem Wasser und das Tier hat sieben Köpfe mit sieben Hörnern. Und da sieht man historisch durchaus wahrscheinlich eine Anspielung auf den Staat Rom. Der Staat Rom, der auf den Johannes sauer war, vollkommen zu Recht, weil er halt verbannt worden ist als gläubiger Christ aus dem Staat. Und dann auch das mit in die Vision hat einflechten wollen, dass er am Ende aller Tage den Untergang des Reiches Rom sieht. Also es war im Wesentlichen eine Politkritik, so wie auch Dantes Göttliche Komödie eine Kritik an dem katholischen Christentum der Zeit mitunter war. Nicht ausschließlich, aber mitunter war. Und der Antichrist reitet halt, glaube ich, auf dem Tier ein. Der Antichrist ist natürlich dann das, was mit Satan assoziiert worden ist. Oder Luzifer. Und dann kommt der Retter, also der auferstandene Christus auf dem weißen, das weiße Lamm, kommt auf dem weißen Pferd eingeritten. Und der Erzengel Michael, nachdem ich ja auch letztlich benannt bin als Micha, ich heiße wirklich nur Micha, nicht Michael, der hat am Ende das Tier in die, da ist dann die Doppelung von dem Tier mit dem Antichrist und dem Tier mit den sieben Köpfen. Das wird mehrfach benutzt, also das ist sehr schwierig gedacht im Grunde. Das Tier wird in Ketten geworfen und für 1000 Jahre verbannt. Und das sind 1000 Jahre des absoluten Friedens auf der Welt in der Apokalypse, nachdem halt wirklich jahrelang Leid geschehen ist und wirklich ganz, ganz viele Menschen gestorben sind in der Zeit der Apokalypse. So, jetzt kann ich hier schlafen. 1000 Jahre Frieden danach. Und danach zieht erst Jesus ein, baut sich die perfekte Stadt und die Welt ist endgültig dann von dem Bösen gerettet. Dann ist diese Stadt in einem perfekten, ja, in einer perfekten Form auch. Und wieso bist du bei Tageslicht hier? Du solltest nicht bei Tageslicht hier sein. Ich glaube nicht, dass ich den Wither echt beim ersten Versuch geschafft habe. Ich habe zwar nur Blödsinn erzählt, ich werde mir das als Video angucken und mich total ärgern, dass ich nicht irgendeine coolere Geschichte überlegt habe. Aber mir ist halt echt aufgefallen beim Lesen der Idee, wie der aufgebaut ist, der Gegner. Dass der im Grunde nichts anderes ist als der Antichrist. Fand ich lustig, dass in Minecraft sowas vorkommt. Ich meine, ich habe euch schon viel erzählt in Minecraft, was man damit machen kann mit der Kirche und so weiter. Und was man überinterpretieren kann, wie ich es gerne tue.
Aber die Tatsache, dass man wirklich eine Anspielung auf, also mit dem Drachen ja auch letztlich ein biblisches Motiv, also ein Weltuntergangsmotiv hat, was aus dem Christlichen entlehnt ist im weiteren Sinne, hat man mit dem Wither auch wirklich der Verfall, also wirklich auch Pestilenz hieß ja einer oder wird gemeinhin einer der Reiter der Apokalypse assoziiert, hat man mit dem Wither einmal das und diese dreiköpfige Tiergestalt, die halt nicht, ja, die im wahrsten Sinne im Grunde dämonisch wirkt, für das Spiel hier zumindest, in der Ästhetik des Spiels. Es ist ja eine sehr dämonische Darstellung. Ich war hier irgendwo in der Nähe, so weit hinten, da hinten ist mein Obsidianhaus. Finde ich cool, finde ich richtig, richtig cool. Und irgendwas müsste ich doch jetzt bekommen haben von dem Ding. Yo, das war es hier, der Nether Star. Das war das, was ich brauche, damit ich ein Beacon machen kann, glaube ich. Also so ein Lichtstrahl, der aus meiner Kirche in den Himmel ragt. Gucken, ob wir das noch irgendwie hinbekommen. Das wäre richtig cool, ne? Das wäre episch. Ich finde Minecraft nach wie vor großartig. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, jetzt mit den Folgen dazwischen. Das war echt anstrengend, diese Wither Skulls zu finden. Das habe ich euch ja in einer Folge gezeigt, wie ich das versucht habe. Das war echt alles andere als Spaß. Also, das war echt nur noch Grinding. So, jetzt habe ich alles, was ich für den Beacon brauche. Ich brauchte nämlich noch die Obsidian-Steine, ein paar von meinem Häuschen. Pestilenz wartet weiterhin da. Ich habe jetzt hier aber mein namenloses Pferd. Horse with no name. Wieso sind hier Räuber? Ich habe doch eure Zentrale niedergebrannt vor längerer Zeit. Gemein, aber es leuchtet schön. Abendlicht. Eigentlich macht das Beacon auch nur richtig Sinn bei Abend, aber ich will einmal schlafen, damit ich das zusammenbauen kann. So, runter, rein. So. Hier habe ich wieder ein bisschen zusammengeflickt, noch nicht alles, aber immerhin. Dafür brauche ich Glas. Glas hatte ich irgendwo bei Sand. Hatte ich Glas bei Sand? Ja. Aber ich habe nur die Glaspaneele. Ich brauche die Glasdinger. Nicht schlimm, brenne ich ein bisschen. So, was brauche ich noch? Das habe ich. Das habe ich alles dafür, ein Beacon. Sehr gut. Ja. Jetzt haben wir mehr als 5 Glas. Beacon! Und jetzt bauen wir das mal wohin. Man kann das Beacon einfärben. Das ist ein senkrechter Strahl nach oben, der leuchtet einfach nur fröhlich. Wie das Bettsignal oder was auch immer ansonsten man cooles findet. Und ich möchte mit euch, dass das heute so ein bisschen meine Kirche erhält. Aber ich überlege noch, welchen Turm wir nehmen. Meine Kirche ist ja nach wie vor nicht korrekt geostet. Jetzt macht es natürlich... Im Altarraum wäre schön. Was sagst du, Dawkins? Du musst mir helfen. Hm? Sag mal was. Richtig. Also, wenn ich hier bin, sieht man es von innen nicht. Das ist nicht schlimm. Man muss es von außen, von weit her sehen. Da machen die Türme am meisten Sinn. Der Turm, mit dem ich rauffahre, ist der hier. Wenn das fahren kann. Ja. Sieht gut aus. Mehr oder weniger. Ja. Hat geklappt. Meine Glocken. Ich glaube, das kommt in den Glockenturm. Aus technischen Gründen kann ich es ja nicht. Was sagst du? Kyros. Gut gesagt, Kyros. Also, aus technischen Gründen muss der Beacon im Grunde... Ich meine, ich kann ihn natürlich genauso hier hinsetzen und dann schießt er nach oben senkrecht, aber der hat ja eine endlose Reichweite. Aber aus technischen Gründen, glaube ich, packe ich den hier oben hin in den Turm. Weil das dann ein bisschen epischer von der Bauart wirkt, ne? Wenn der ganz oben hier ist. So über dem Nebel erst und so beginnt. Wo ist denn genau die Mitte? Eins von den drei Feldern hier, also hier. Ob wir den nochmal ändern, wer weiß. Aber erstmal kommt er hier. Beacon. Project a beam of light into the sky and can provide status effects. Status effect will auch kein Schwein. Wie mache ich den jetzt an? This is the beacon interface, which you can use to choose powers for your beacon to grant.
Secondary Power. Ach, den könnte man theoretisch in der Nähe vom Gegnern auftauchen lassen oder in der Nähe von meinem Haus. Und dann bin ich da jeweils besser. Das ist mir aber viel zu kompliziert. Ich möchte nur, dass der an ist. Geh an, Beacon. So, jetzt habe ich es endlich hingekriegt. Der Beacon leuchtet. Und wir können es uns mal von außen anschauen. Der 3x3-Block muss unter freiem Himmel sein. Dann kann man den Effekt aktivieren. Das heißt, in der Nähe bin ich ein bisschen schneller unterwegs. Das bringt mir überhaupt nichts. Es geht mir nur um die Ästhetik bei dem Ding. Ich benutze das weder aus taktischen Gründen noch aus sonst welchen. Es ist einfach nur eine nette Sache. Und ich schaue es mir jetzt mal vom Gemeindehaus aus an, wie das aussieht. Wenn das denn so klappt, wie ich das denke. Jo, da ist er. Aus dem rechten Turm. Relativ mittig, ne? Ja, relativ mittig. Kommt der Strahl senkrecht nach oben. Jetzt müssten wir eigentlich noch einen zweiten Wither besiegen, damit wir aus beiden Türen das rausgucken lassen können. Aber das, glaube ich, habe ich gar nicht so viel Lust zu, weil ich dann nochmal 3 Wither-Köpfe sammeln müsste. Und alleine das werde ich in diesem Spiel nicht mehr tun. Bam! Habe ich meinen Beacon, da hinten sieht man ihn. Wunderbar, klasse, Micha. Yes! Das war Minecraft für heute. Wir haben den Wither besiegt und zwar mit einer Ding, 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 Karotte. Wer hätte das erwartet, dass das möglich ist? Der letzte Schlag zumindest. Der Rest war ja normale Waffen. Also, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich habe versucht, ein bisschen was Kohärentes zu erzählen. Der Zusammenhang ist mir so ein bisschen verloren gegangen in der Hektik. Aber egal, ich glaube, ihr habt im Wesentlichen verstanden, was ich sagen wollte. Offenbarung ist ein cooles Buch. Lest das, aber nehmt es nicht zu wörtlich, denn es sind viele politische Anspielungen drin. In dem Sinne, bleibt behütet, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Bis dahin, ciao.